Ich bin IW Zombie Glitches D und ich zeige euch jetzt hier den Waffenglitch, wie ihr unlimited Waffen bekommen könnt. Das allererste, was wir brauchen, ist 50 Tickets. Wenn wir 50 Tickets haben, brauchen wir erstmal einen Portalgenerator. So, und wenn ihr den Portalgenerator gekauft habt, geht ihr zu Astro Gate. Seid sicher, dass ihr so 13.000 Geld habt, ungefähr so viel wie Waffen, wie ihr wollt, und dass ihr alle Wege zur Box freigeschaltet habt. So, wenn ihr alle Wege freigeschaltet habt zur Box, kommt der tricky Teil nun. Das allererste, was wir machen mit dem Portalgenerator, wir stellen uns vor diesen Automaten. Wir werfen den Portalgenerator hier hin, drücken Viereck und laufen währenddessen zurück. Wow! Das sieht dann so aus, dass wir mitten im Spiel sind und uns trotzdem mit dem Portalgenerator gebeamt haben. Nun sind wir an der Stelle, wo wir zur Box gehen können und uns Waffen kaufen können. So viele, wie ihr wollt. Ihr müsst halt dran denken, ihr seid jetzt mitten im Spiel an der Arcade-Halle. Also wenn jemand dieses Spiel spielen möchte, wenn ihr Multiplayer spielt, könnt ihr das gar nicht. Wir haben uns zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt. Und ihr dürft auf jeden Fall keinen Kreis drücken, sonst beendet ihr das Spiel. Das machen wir erst später, wenn wir alle Waffen haben, die wir wollen. Ich kaufe hier jetzt einfach alle Waffen, die ich bekomme, aber ihr könnt euch raussuchen, welche Waffen ihr wollt. Also im Team ist es wahrscheinlich viel leichter. Aber diese Glitch funktioniert auf jeden Fall auch solo. Ihr könnt sogar hören, wenn ich hier springen drücke, dass wir immer noch in dem Spiel sind. Das wird ein Perker. Und wenn ihr fertig seid mit allen Waffen, die ihr gekauft habt, beendet ihr einfach das Spiel in dem Arcade-Spiel. Das heißt, so viel wie ihr drückt einfach C und werdet dann alle Waffen haben. Ihr werdet euch dann umdrehen und werdet dann die Waffen haben. Nun zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12. 12 Waffen haben wir nun. Ihr könnt es noch öfters machen. Ob das euch was bringt oder nicht, könnt ihr selbst entscheiden. Das kann ich gebrauchen. Auf jeden Fall die allererste Waffe, wo ihr zum Arcade-Spiel geht, wird verschwinden. Also ihr seht, meine M1, mit der ich hingegangen bin, ist nicht mehr da. Sonst jede einzelne Waffe, die ich dort an der Box gekauft habe, ist da. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst einen Like, subscribt meinen Channel. Könnt auch gerne einmal einen Kommentar setzen. Also, bis dann.